Willkommen zu einer neuen Expedition. Heute wieder aus dem Westerzgebirge. Mal schauen, wer dahinter kommt, wo ich ja bin. Wie man sieht, im Hintergrund habe ich schon einiges. Ich soll mal sagen, eine kleine Stärkung mit Himbeeren. Und zunächst nehme ich mir erstmal diesen Steinhaufen vor. Ich muss sehen, ob was zu finden ist. Und dann geht's ab ins Tal. Ich bin jedenfalls schon auf der richtigen Spur. Nummer 1. Den nächsten. Nummer 2. Jetzt kriegen wir eine ganz kleine Druse hier drin. Ziemlich großer getrümmerter Brocken. Hier sind Quarz. Hier ist auch was, was man sieht. Hier schon der nächste. Noch einer. Es geht so abwärts. Ein kleiner Vorteil, dass es scheinbar auch Gestein ansteht. Ja, hier werde ich jetzt mal lang gehen. Erste Station. Manchmal entdeckt man auch solche Naturwunder. Diese große Raube. Wir sind dort gleich. So ziemlich groß. Schön. Sieht man selten. Noch immer auf dem Weg zum eigentlichen Zielgebiet. Ziemlich wild hier aus. Umgefallene Bäume weiterhin. Der Bach, ja, ist jetzt ziemlich trocken aktuell. Hier teilweise ganz ausgetrocknet. Immer ein bisschen Abenteuergefühl dabei. Große umgefallenen Baumstümpfe. Irgendwann mal weggeschnitten. Aber sieht schon toll aus. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Und da bin ich noch nicht mal an der richtigen Stelle, wo ich eigentlich hin will. Angekommen im Zielgebiet habe ich jetzt was vorgefunden, womit ich jetzt nicht gerechnet habe. Es bleibt mir jetzt trotzdem erstmal nichts anderes übrig, als bergauf zu laufen. Den Bachlauf hoch. Irgendwann wird er wieder frei werden, denke ich mal. Ich kämpfe mich ja durch. Nachdem ich mich jetzt wirklich schon 200 Meter durch puren Dschungel gekämpft habe, habe ich eines daraus gelernt: Ich brauche das nächste Mal unbedingt eine Marede. Jetzt lüftet sich schon das Ganze schon etwas. Ja. Ja, der Bach ist wirklich extrem zugewachsen. Man sieht hier eigentlich fast gar nichts mehr am Boden. Da war früher sehr offen gewesen, man kommt überall ran. Trotzdem ist mir immer wieder ein kleiner Fund gelungen zumindest. Ihr seht, da ist eben ein kleines Loch herausgezogen. Die Kristalle hier. Wollen ein bisschen mehr werden. Auch hier. Aber eben schon so abgeschliffen. Hier an der ersten lichten Stelle seit vielen Metern sehe jetzt auch mal wieder die ganzen Jaspis-Quarzbrocken, die ich gesucht habe. Liegen wir schon ziemlich in großer Fülle herum. Schaue ich mal ein bisschen mal da oben, ob man schon noch mehr erwartet, vor allem besseres Material erwartet. Ja, mein Sohn kommt mir diesmal wieder mal zuvor. Er hat den ersten schönen Brocken gefunden. Wie man sieht, hier ist Biss, aber mit schönen Hämatitstückchen drauf. Die Kugeln hier, ja, typisches Eisenerz, wurde hier in der Nähe auch abgebaut, als kleiner Tipp, wo ich bin. Den kann man doch mal mitnehmen. Hier bin ich angekommen und dort, was ich auf jeden Fall mal dem Publikum zeigen wollte. Mich wundert es auch schon, dass ich das überhaupt gefunden habe in diesem Wirrwarr hier. Hier ist ein direkt im Gestein anstehender Jaspisgang, beziehungsweise eher so eine Präzie aus Quarz, Hämatit. Wie ihr so schön seht, kommt er raus, geht er so schräg durch den Bach durch. Auch dieses Stück ist ganz schön. Diese Bänderung, sehr interessant. Einschlüssen drin, wie man sieht, dass sie der See geschliffen
bestimmt überall ist. Ja, und auf jeden Fall, egal wie lange die Tour heute dauert, verhungern werde ich auf keinen Fall. Diese schönen leckeren Himbeeren hier aussehen, sind wirklich extrem schmackhaft. Vielleicht wird es mir auch noch zum Vorteil, dass ich hier schon bereits auf den blanken Fels gestoßen bin. Wie bei wahrscheinlich schon der blanke Fels. Kein Kies mehr. Das heißt, wenn ich hier auf eine Order treffen sollte, könnte ich die direkt verfolgen. So, ich glaube, hier ist vorerst Endstation. Ich werde es weiter oben nochmal versuchen. Ansonsten ist bei dem Bach jetzt erstmal nichts mehr groß zu wollen. Einfach zu dicht, zu klein, zu eng. Kommt man nicht mal an den Grund. Einen Versuch wage ich noch weiter oben. Ansonsten schaue ich mir noch was Neues aus. Beim letzten Versuch nochmal in den Bach zu kommen, wie man sieht, alles voll mit Laub. Auch ganz hoch, bringt jetzt erstmal nichts mehr. Weiter oben habe ich noch einen kleinen Steinbruch, einen alten. Da schaue ich schon trotzdem noch mal rein. Ja, ich bin dann noch mal in ein anderes Tal vorgedrungen, in der Nähe von dem Steinbruch, wo ich vorhin noch war, wo aber gar nichts mehr war, alles zugewachsen. Habe dann hier solche Stücken gefunden, fest eingeschlossen, auch extrem schwer und groß. Wenn man sieht, da ist schon was drin. Auch im Bach liegt schon einiges rum hier. Größere Quarzbrocken. Ich denke mal, hier dürfte es noch ein bisschen Erfolge geben. Hoffe ich zumindest. An dem Bach sind wirklich überall massive Brocken drin. Wie man hier sieht. Hier ist noch einer. Hier ein riesengroßer. Dort noch mehr. Ich hoffe mal, dass ich doch einiges rausziehen kann. Jetzt habe ich wirklich noch was gefunden. Diese große Druse hier mit diesen ganzen Kristallen drin. Auch auf der Gegenseite noch ein bisschen was Interessantes. Hier liegt noch ein größerer Brocken hier drin. Da ist auch noch so eine richtige Druse drin. Da werde ich auch mal zu anderen Türmen herkommen müssen, um den zu bergen. Vor allen Dingen mit schwerem Gerät. Den bekomme ich so nicht raus. So, wieder mal bin ich an der Weide angekommen. Ich weiß nicht, wo sich die Tiere verstecken. Ich sehe jedenfalls noch keine. Ich muss aber auch nicht riskieren, hier unbedingt reinzugehen. Wie man sieht, ist noch mehr Quarzbrocken überall im Schlamm rumliegen. Ja, da mich jetzt leider wirklich die Zeit massiv drängt und ich sehe, dass an diesem Bach so viel an Quarz ist. Ich breche die Suche jetzt an dem Fall erstmal ab und werde das in einem zweiten Teil hier weiterführen. So, und auch hier nehmen wir erstmal die Ausbeute. Das, was mein Sohn zuerst gefunden hat, war auch das, wonach ich prinzipiell Ausschau gehalten habe. Schöne Hämatitkugeln, anderen bekannt als roter Glaskopf. Rein hier, schönes Gebilde hier drauf. Eigentlich ist das ganze Stückchen durchsetzt damit. Hinten drauf hat man auch noch vier kleine Stellen mit dem toten Glaskopf, aber nur meistens Splitter davon. Hier ein paar kleine Abdrücke davon. Hier sieht man, könnte man jetzt das andere Gestein wegmachen. Würde jetzt nicht so viel bringen. Und das zweite Stückchen, was noch ich gefunden hatte, ist auch ein ganz interessantes Stück, finde ich. Aus dem kleinen Grund, wenn ich jetzt mal so rumdrehe. Ja, ein bisschen schärfer bitte. Jetzt, ja. Hier haben die Kugeln, wieder die typischen Glaskopfkugeln. Aber wenn man sich das jetzt mal ein bisschen genauer anschaut, sieht man einige Kanten und Flächen, die da etwas daran erinnern, als wäre das mal ein wie ein Kristall gewesen vorher.
den es vielleicht ausgelöst hat und dadurch dann aber mit Thermodit zugesetzt hat. Hier vielleicht nochmal von der Seite sieht man nochmal diese kleinen Dreiecke wie von einem Kristall. Wie das nun entstanden ist, bin ich etwas überfragt, finde es aber sehr interessant. Ja, im hinteren Teil von diesem Einstein zeigt sich dann noch mehr von diesem Eisenerz bzw. Hämatit. Hier haben wir dann noch eine typische Projektin-Quarz drin, wie hier schon fast etwas Hart-ähnliches. Das war der Hauptgrund, warum ich diese Fundstelle aufgesucht habe. Ich zeige euch jetzt gleich noch ein bisschen was anderes als früheren Funden. Da waren unter anderem diese Stücken dabei. Hier sieht man so richtig schön diese Hämatitkugeln, teilweise sind sie sogar ein bisschen leicht aufgebrochen von oben. Das ist ein typischer roter Glaskopf. Hat er auch noch Stücken dort rausgeholt. Ja, die waren vielleicht 7-8 Mal so groß. Die sind jetzt aber allerdings schön in der Vitrine verstaut. Ähnlich auch sowas hier. Sieht man auch überall die kleinen Kügelchen von dem umgangssprachlichen roten Glaskopf. Ja, ich hatte wirklich gehofft, dass ich wieder an die alte Stelle komme, wo ich früher die ganzen Brocken rausgeholt habe. War leider extrem zugewachsen. Vielleicht ist der Bach irgendwann mal wieder besser zugänglich. An dieser Stelle auch nochmal der kleine Hinweis, dass ich an dieser Stelle erstmal die Fundstelle ab aktuell lege, zumindest vorläufig. Habe jetzt eine neue gefundene. Das wird dann sozusagen auch der zweite Teil von dieser einen Folge hier. Ich hoffe, ich kann ihn dieses Jahr noch umsetzen. Hängt davon ab, ob ich dieses Jahr nochmal hierher kommen kann in die Gegend. So, dann bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zuschauen. Freue mich natürlich über ein Abonnement. Bis zum nächsten Mal.